Zweite Hälfte jetzt. Deutschland 1-0 hinten. Keine Auswechslung. Schon Davies in 16er von Deutschland. Davies. Menge Deutschland. Wenn es 2-0 für Nordirland steht, wird Deutschland auf dem dritten Tabellenplatz landen. Und aus dieser Europameisterschaft rausfliegen. Ecke Nordirland. Die erste Ecke. Für die Englischen. Nordirland. Davies. Okay. Deutschland ist jetzt auf dem zweiten Platz. Mit einem 1-0 Niederlage wird es reichen, um weiterzukommen. Mache Götze jetzt für Deutschland. Götze jetzt im 16er von Nordirland. Mario Götze! Deutschland jetzt immer noch Platz 2, aber Mario Götze, der WM-Held, macht das 1-1. Ein 1-2 könnte auch für Deutschland auf den ersten Tabellenplatz gehen. Dann ein Sieg gegen Polen und dann noch ein Sieg verdammt gegen Nordirland, gegen die Englischen. Wäre natürlich ein großes Fest für die Deutschen ins Achtelfinale zu kehren. Götze mit 1-0, wie gesagt, für die Deutschen. Manuel Neuer, Simons, den Welthüter. Mario Götze, das 1-1 gegen Nordirland im Park des Prinzes. Übrigens, Nordirland von rechts nach links und Deutschland von links nach rechts. Bereit. Jetzt, pass auf, Laferty. Ich überlege Tag, ob die Auslosung hier drin macht. In diesem Spiel, dass mir die Auslosung während das machen, wäre natürlich gut. Wenn das Video nicht so lange dauert. Hermann! Soll der noch dran? Hermann! Das ist Bastian Schweinsteiger. Und Ball heiß, aber der Torhüter kommt dran. Ja, fertig. Das ist Davies. Ja, die Auslosung gibt es hier drin. Natürlich ohne Bilder, aber macht ja nichts. Worte kann ich hier sagen, gegen wen Deutschland spielt. Hermann. Boateng, Hector. Excel, Norbert geht und Evans kommt. Evans kennt man bestimmt und Khedira kommt für Ilkay Gündogan. Khedira ja bei Juventus Turin oder Real Madrid könnte. Gerne korrigieren, schreibt es in die Kommentare. Khedira kommt. Götze. 20 Minuten auf der Uhr. Deutschland könnte noch ein Tor machen und auf Platz 1 zu kommen. Götze. Jetzt ein Punkt vor Polen. Hier kam Bellarabi. Hermann. Fertig. Fertig für Nordirland. Jetzt sind es noch 15 Minuten auf der Uhr. Davies. Wenn jetzt er das Tor gemacht hätte, wäre Deutschland auf Platz 3. Glück gehabt für Deutschland. Jetzt kommt Mukfurt Galaski. Auch Auswechslung bei Deutschland.
Kein Bellarabe geht anscheinend. Und André Schöle kommt rein. Mit dem Abstoß. Hermann, 10 Minuten auf der Uhr. Deutschland muss darf nicht nachlassen. Hermann, ein Tor wäre gut. Götze. Mit Koffern. Es ist Wort. Wort. 5 Minuten noch auf der Uhr. Deutschland ist weiter eigentlich schon. Sei denn, die machen jetzt auch das 2:1. Aber das habe ich jetzt eher nicht mal jetzt zögern. Wort zögert. Vier Minuten Spielzeit, Deutschland ist weiter, wahrscheinlich weiter. Wenn Wort noch zögert, dann ist Deutschland weiter. Verletzung. In der 90. Minute. Aber das ist eigentlich Selbstschuld. Es gibt eine Auswechslung in der 90. Minute. Nee, gibt's nicht. Und jetzt, Deutschland ist im Achtelfinale dieser Europameisterschaft. Und jetzt gibt's die Auslosung. Deutschland haben wir natürlich. Gegen wen spielt Deutschland? Vielleicht hört sie jetzt ein bisschen rascheln. Ich glaube eher nicht im Achtelfinale. Immer mal. Musikleiter. Deutschland spielt im Achtelfinale. Ein Heimrecht ist es auf jeden Fall. Deutschland spielt im Achtelfinale. Gegen Italien. Also die nächsten Tage kommen. Das Achtelfinale gegen Italien. Jetzt ist Deutschland Polen Spiel, möchte ich jetzt nochmal als Prognosen machen. Mal hab's ja schon mal gemacht. YouTube hat es dann nicht hochgeladen. Freut euch auf die nächsten Tage, vielleicht auch morgen schon, aber heute auf jeden Fall nicht mehr. Deutschland gegen Italien. Bei mir auf meinem Kanal. Das ist im Achtelfinale. Dann lasse ich die Lose fürs Viertelfinale liegen. Dann sehen wir uns. Irgendwann gebt mir Daumen nach oben. Wenn euch das gefällt, gebt mir einen netten Kommentar. Oder irgendeinen Kommentar. Dürft entscheiden. Ich bin raus für heute.